Was für eine Macht mag da bloß mit ihm sein? John Edmonds behauptet ernsthaft, meine Farm ist in der Hand von aggressiven Aliens. Und dieses Video soll das sogar beweisen. Ich bin hier nie weiter als 6 Meter von der nächsten Waffe entfernt. Man weiß nie, was hinter der nächsten Ecke wartet oder passiert. John Edmonds hat die Faxen dicke und deshalb ordentlich aufgerüstet. Für den US-Amerikaner herrscht Ausnahmezustand, seit angeblich UFOs seine Farm in Arizona belagern. Und seit für den 58-Jährigen eigenen Beteuerungen zufolge keine Woche mehr vergeht, in der er nicht von Außerirdischen heimgesucht oder angegriffen wird. Diese Alienrasse ist aggressiv. Ich glaube, und das haben mir andere Außerirdische bestätigt, dass diese Aliens mein Zuhause als ihren Besitz betrachten, weil sie ihn schon seit über 12.000 Jahren für sich nutzen. Für die bin ich nicht der Eigentümer, sondern ein Eindringling. Außerirdische Hausbesetzer in Arizona klingt völlig abgehoben. Wäre da nicht dieses Foto, angeblich aufgenommen vor 4 Jahren auf Johns Stardust Ranch. Seit etwa 15 Jahren hat John Edmonds hier angeblich immer häufiger unheimliche Begegnungen der dritten Art. Und wohl jeder der alarmierten Alien-Fanatiker die gleiche Erklärung für das Warum. Hier ist eine X-Markierung. Seit Jahren strömen Weltraumforscher, Psi-Anhänger und andere Experten hierher. Ohne es zuvor gewusst zu haben, steuern alle unwillkürlich auf dieses X zu. Genau hier soll sich eine gewaltige Energiequelle befinden, ein Raumschiff. UFO-Sichtungen und angebliche Außerirdische sorgen seit Jahren regelmäßig für Schlagzeilen. Besonders bizarr aber, was im Hause Edmonds so alles passiert. Etwa die Entführung seiner Frau Joyce. Meine Frau war bereits im Bett, als ich vor etwa 8 Jahren reinkam und sah, wie sie über der Bettdecke schwebte. 60 Zentimeter über der Oberfläche, umgeben von 3 Außerirdischen. Sie hatten mein Erinnerungsvermögen außer Kraft gesetzt. John erklärte mir später, ich hätte geschrien. Dann ließen die Aliens Joyce vorne zur Tür rausschweben und ich musste alles mit ansehen. Und Sie? Ich habe meine Waffe geholt, bin rausgelaufen und habe auf das Schiff gefeuert. Erst durch die Schüsse ließen sie von mir ab und ich stürzte aus dem UFO zurück auf die Erde, wo John mich dann aufgefangen hat. Noch bizarrer dieses Interview, aufgezeichnet 2015. Inmitten des Gesprächs taucht plötzlich im Hintergrund eine Gestalt auf. Und mit ihr die Frage, echter Alien oder doch eher geschmackloser Fake? Sicher ist, John scheint längst nicht mehr der Einzige zu sein. Unweit seiner Farm treffen wir an einem Straßenstand 2 weitere Personen, die angeblich beide die gleiche Alien-Begegnung hatten. Eines Tages habe ich hier so komische Lichter gesehen wie Blitze. Das sind bestimmt Außerirdische, haben wir noch gewitzelt. Dann kamen die Lichter wieder und direkt auf uns zu. Als wollten sie uns erschrecken, da sind wir davongelaufen. Es war wie ein Blitzlichtgewitter, draußen inmitten der Wüste, ganz hell. Wie ein Raumschiff? Ja, in etwa so sah es aus. 2014 dann kommt es auf John Edmonds Stardust Ranch zu einer weiteren sonderbaren Begegnung. Ein Forscherteam macht dieses Foto. Angeblich zeigt es einen Außerirdischen. Und die erweisen sich laut des 58-Jährigen als immer aggressiver. Mit diesem Samurai-Schwert habe ich bereits 19 Aliens getötet. Getötet? Ja, da ist sogar noch etwas Blut auf meiner Klinge. Aber wenn Sie einen Alien töten, was passiert mit dem Körper? Wenn man es schafft, ihn zu enthaupten, bleibt der Körper zurück. Rennt man den Kopf nicht ab, verschwinden die Leichen. Leider aber hat der ach so Alien-geplagte John mal wieder keinen Beweis, außer einen Blutfleck. Egal, denn mit seiner Untermieterin Gail scheint er nun endlich die passende Lösung für sein Alien-Problem zu haben. Die Musikerin wurde zwar selbst angeblich mehrfach attackiert, aber... Gail beherrscht das sogenannte Toning. Damit erreicht sie in ihrer Stimme eine Frequenz, die absolut jeden Alien zur Weißglut treibt. Und das klingt so. Das Resultat? Hunde, die kaum mehr zu beruhigen sind und ein garantiert raumschifffreier Sternenhimmel über Johns Farm. Klar ist dann auch dieses Foto aus dem Jahr 2011, doch dafür hat sein Nachbar eine ganz plausible Erklärung. Haben Sie hier schon UFOs gesehen? Nö. Alles, was ich am Nachthimmel zu sehen bekomme, sind die Lichter jeden Mittwoch. Mein Schwager, der bei der Armee ist, hat mir aber erklärt, das seien militärische Lichtsignale. Ah,
Aha, denkbar also, dass der gute John da im Hintergrund etwas nachgeholfen hat. Möglich, dass dieses UFO hier gar keines ist und auch dieses Foto keinen wirklich lebenden Alien zeigt und nur gefaked ist, wie so manch anderes auch. Denn, und das ist sicher, John Edmonds bietet seine Farm inzwischen für etwa 5 Millionen Euro an. Das Zwölffache dessen, was sie eigentlich wert ist. Das ist eine einmalige Gelegenheit für Leute etwa aus der Filmindustrie, die einen Streifen über diesen Ort drehen wollen. Die meisten Hollywood-Budgets verschlingen ohnehin Millionen. Hier bekommt man für 5 Millionen die komplette Location und könnte hier einen Film drehen, der das nächste Star Wars wird. Ernsthafte Interessenten gibt es bislang offenbar nicht. Also muss der 58-Jährige sich wohl auch weiter seiner angeblich außerirdischen Besucher erwehren. Und wie man das am besten macht, davon kann ihm seine Untermieterin Gail jetzt ja ein Lied singen. Garantiert Alien-schädlich.